Auf der Sportanlage in Haviksbek ging es für beide Teams darum, nicht den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld zu verlieren. Haviksbek in den weißen Oberteilen gegen den in den dunklen Trikots agierenden Gast aus Techte. Wir steigen ein bei Minute 30, denn vorher passierte auf beiden Seiten nicht viel. Daniel Normann mit rechts, doch keine Gefahr für Techtes Schlussmann Nils Terwesten. Diese erste Chance gab dem Gastgeber Sicherheit. Erneut Haviksbek. Johannes Nienhaus steckt durch auf Karim Youssef. Der Ball verspringt leicht, deswegen ganz schwer zu nehmen. Kurz vor der Pause dann auch mal Techte. Und wie, Marian Wächter. Und dieser Ball, der war richtig gefährlich. Wahnsinnschuss aus gut 35 Metern. In Durchgang 2 gingen beide Teams größeres Risiko. Das spiegelte sich auch in den Chancen wieder. Josef Maffenbeier für Techte. Warum nicht mal ein kleines Tänzchen? Pfosten, richtig gut gemacht von der Nummer 18, der Gäste. In der 65. Minute war es dann soweit. Freistoß von der linken Seite. Bartosz Stanovic hält in der Mitte den Kopf hin. 1:0 für die Gäste aus Techte. Die Führung tat der SG gut und brachte weitere Räume. 4 Minuten vor dem Ende machte Maximilian Kretzer den Deckel drauf. 3 Punkte für Techte. Nicht unbedingt ein spielerisch schöner, aber ein erfolgreicher Ausflug der SG nach Haviksbek. Beide Mannschaften waren ein Stück weit auch verunsichert. Wir sicherlich mehr. Aber ich denke, wir haben es auch schon in der ersten Halbzeit sehr diszipliniert gespielt. Das war mir wichtig. Und die Chancen hatten wir in der ersten Halbzeit auch schon. In der zweiten Halbzeit wurden die Chancen für uns eigentlich größer. Wir haben wenig zugelassen. Das war auch eine Sache, wo wir gesagt haben, das ist erstmal auch ein Ziel. Die Mannschaftsteile haben gut ineinander gegriffen. Und von daher glaube ich, dass halt unterm Strich nach 19 Minuten der Sieg auch voll verdient ist.